Ja, Leute, was geht? Es geht weiter hier mit Let's Play Rise of the Ronin hier mit der nächsten Folge mit gehackte Leber mit der nächsten Quest hier. Das ist hier, das ist praktisch. Sehr praktisch sogar. Da bekomme ich Rabatte. Auch nicht schlecht, aber ich brauche gerade nichts. Ich bin wunschlos glücklich. Ja. Wo ist er denn? Wo ist er? Ah, wow. Wow. Ach da. Ich gehe schon mal gut los, die Folge. Ich finde den Anfang nicht. Wie geht es dir? Gut. Hast du die Fotos, um die ich dich gebeten? Du hast ja keine neuen Aufträge, gespannt, du Vogel. Du mir bringen wirst. Ja, gar nichts, wenn du keine neuen Aufträge hast. Da bist du ja. Ich war gerade dabei, Fukuzawa an alles einzuweihen. Du brauchst ein Gift sowie das entsprechende Gegengift, hm? Kugelfischgift wäre wohl am einfachsten zu beschaffen. Clever! Vergessen wir das Verzehrverbot. Ein, zwei Happen gönnt sich doch jeder. Ich weiß wirklich nicht, ob das so eine gute Idee ist. Wenn ich bei der Zubereitung auch nur den kleinsten Fehler mache, würde das deinen Tod bedeuten. Mag sein, doch da ich mich gegen die Regierungsverbrecher auflehne, ist mein Leben ohnehin in Gefahr. Ich muss stets volles Risiko eingehen. Ah, ich sollte dich wohl auf den neuesten Stand bringen. Also, der Plan lautet... Woher, wofür benötigst du Gift? Diese Beamten meinten, mir blühe die Enthauptung. Deshalb wollte ich ihnen zuvorkommen und mich umbringen, bevor sie dazu kommen. Ah ja. Izuka fällt vor ihren Augen tot um und erwacht dann im rechten Augenblick wieder zum Leben. Funktioniert garantiert. Solange wir das Gift richtig dosieren. Wollen wir doch mal sehen, wie sie einem Toten drohen wollen. Haha, das ist selbst für meine Verhältnisse genial. Achso, du willst diesen Kugelfischgift nutzen, um dich selbst fake zu töten? Okay. Ja, weiß ich, also, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Also ich meine, gut, wenn man vielleicht, also man kann ja Gift sehr, sehr klein dosieren und es minimal, boah, aber, buh, das ist ein sehr schlimmes Gift ist. Also das ist ja auch ein Fisch, wo man diese Giftkapsel richtig rausschneiden muss. Das ist sogar eine Extra-Ausbildung, also braucht man dafür, um das... machen zu dürfen. Also ich glaube, ich würde dir es nicht essen. Also bin ich ehrlich, ich glaube, das wäre sowas, keine Ahnung. Da muss ja nur Mini-Fehler passieren und, boah, weiß nicht, ob ich das essen würde. Gut, und wie stellst du das Gegengift her? Ich dachte mir, ich mische ein paar Chemikalien in Limettenwasser, aber ich kann dir wirklich nichts garantieren. Vertrau deinen Fähigkeiten, Fukuzawa! Solltest du scheitern, suche ich dich auch nicht aus dem Jenseitsheim. Versprochen. Ich weiß schon. Na schön. Mal sehen. Zunächst brauchen wir Gift von einem Kugelfisch. Meinst du, du könntest mir welches beschaffen? Ich besorge welches. Es gibt hier in der Nähe einen Ort, an dem man Kugelfisch bestellen kann. Vielleicht haben sie etwas Gift. Bring mir das Gift einfach, wenn du fertig bist. Mhm. Gehackte Leber. Sprich mit dem Koch. Okay. Alles mitnehmen. Willkommen, willkommen. Bist du heute allein? Bitte servier mir Kugelfisch. Ah, noch so ein Kugelfischgenießer, was? Wir haben leider keinen mehr. Ein paar Samurai-Familien aus Choshu
haben alle Kugelfischbestände auf dem Markt aufgekauft. Sag mir, wo ich sie finde. Du wirst sie doch nicht höflich um ihren Kugelfisch bitten. Doch, das könnte knifflig werden. Die Leute aus Choshu lieben nämlich ihren Kugelfisch. Aber versuch es ruhig. Ich hörte, sie veranstalten eine Art Gelage im Juniten-Schrein, südlich von Kannai. Bestimmt tun sie sich dort im Verborgenen an dem ganzen Kugelfisch gütlich. Solltest du es schaffen, einen Kugelfisch aufzutreiben, bring ihn her. Ich zaubere etwas Köstliches daraus. Okay, gut, warte, 1000 Meter. Und hier am Anfang. Gut. Doch, kann man machen. Wow, da war ich ja schon ewig nicht mehr. Na gut, da. Hi. Danke sehr. Okay, ich muss von hier aufmachen. Warte mal, geht das so? Du bist ja ein Blindfisch. Was ist? Bei mir steht der Tod. Ach nö, Leute. Noch will ich nicht abtreten. Oh. Vielen Dank. Und tschüss. Jetzt vielleicht nicht mit der Leiche stehen bleiben, du Idiot. Oh. Finger weg von unserer hart verdienten Beute. Ja. Natürlich. Na du? Na? Wow. Na komm. Ja. Und tschüss.
Vielen Dank. Auf zum Restaurant, bevor die mich jetzt sehen. Tschüss. Nice, sehr gut, lief gut. Schön alle weggehauen. Da gibt's heute Kugelfisch. Gift zum Nachtisch. Zum Mittagessen. Oh. Ich weiß ja nicht, ob das funktioniert. Also weiß nicht, Kugelfisch, glaube ich, würde ich nie essen. Man muss ja Mini-Fehler machen, ich weiß nicht. Wie hoch der ich also. Naja, die Fehlerquote kann nicht sehr hoch sein. Weil. Das essen ja viele Leute, das ist glaube ich auch eine Delikatesse. Aber boah, weiß ich nicht. Ja. Du hast tatsächlich einen Kugelfisch ergattert. Mhm. Dann wollen wir deine Geschmacksnerven mal ordentlich zum Tanzen bringen. Ich bereite den Fisch zu. Gib mir die giftigen Bestandteile. Ich dachte, du wolltest Kugelfisch essen. Ich kann doch nicht einfach sein Gift für dich extrahieren. Das ist viel zu gefährlich. Ja, aber es dient dem medizinischen Fortschritt. Der Shogunat braucht es. Du wirst es also nicht dazu verwenden, jemanden umzubringen? Nein. So stark ist das Kugelfischgift wahrscheinlich gar nicht. Doch. Na schön, na schön. Hier, es gehört dir. Und nimm auch das Fleisch mit, hörst du? Das ist schließlich ein Kugelfisch. Verschwende ihn nicht. War's das jetzt? Falls ja, dann nimm deinen Fisch und geh. Gut. Hey, dich kenne ich doch. Du bist der Dieb, der meinen Kugelfisch geklaut hat. Den wollte ich mir heute zu Gemüte führen. Du kriegst keinen einzigen Bissen davon. Gib ihn zurück. Und zwar sofort. Nein. Keine Anzeichen von Reue, hä? Tja, wenn das so ist, muss ich ihn dir wohl gewaltsam entreißen. Musst du, aber schaffst nicht. Oh, du schießt, du Bass. Ach ja, das ist so ein Ding wieder, ne? Oh. Hier sind. Ja. Oh, wie diese Gegner. Ja, schießen kann ich auch. Doof, ne? Mist. Ich darf jetzt nicht sterben. Darfst du schon. Wurde doch keinem verboten zu sterben. So, ich meine, du bist eh gleich drauf gegangen. Ich hab dir immer die halbe. Ne? Ärgerlich mit der einen Kugel. Wow. Oh. Ja. Oh, dieser bescheuerte Gegner, ne? Du hast Feuer gefangen, Kumpel. Wow. Ey, kämpf doch mal vernünftig. Warte mal. Feuerrohr. Achso, kann im Kampf nicht geändert werden. Okay. Easy. Das ist sinnlos. Wie schade. So, jetzt hast du keinen Kugelfisch mehr und einen Sonnenbrand.
Scheißtag. Ein wirklicher Scheißtag für dich. Okay, geben wir ab. Hier? Ach, hier rein. Hier? Ah. Hi. Konntest du Kugelfischgift beschaffen? Ausgezeichnete Arbeit. Ich gehe davon aus, dass nicht viele nur nach den giftigen Bestandteilen fragen. Herr Igarashi ist schon ein seltsamer Kerl. Den meisten Leuten wäre bei dem Gedanken, sich selbst zu vergiften, Angst und Bange. Er will wohl einfach nicht, dass sich die Regierung in seine Erfindungen einmischt. Wie weit er bereit ist zu gehen, um das zu verhindern, ist allerdings schon bemerkenswert. Wenn du mich entschuldigst, ich fange nun an. Es dauert nicht lang. Verzeih, dass du warten musstest. Hier ist das Gift für Herrn Igarashi. Und ich gebe dir auch das Gegengift mit. Wird ihn das wirklich retten? Das sollte es. Ich habe die Wirkung des Gifts deutlich abgeschwächt. Läuft alles nach Plan. Sieht er nur tot aus. Ist es aber nicht. Ehrlich gesagt, wäre es mir lieber, er würde die Sache abblasen. Aber er ist fest entschlossen. Er müsste inzwischen wieder im Fotoatelier sein. Such ihn dort auf und bring ihm, was er benötigt. Gut, das war die Mission, achso. Auf der Suche nach neuem Wissen. Nee. Bindung zu Igarashi Suka stärken, was? Wie? Okay. Dann machen wir das. Aber ich würde sagen, machen wir dann nicht mal heute. Dann machen wir es in nächsten Folgen. Also morgen um 13 Uhr. Würde ich dann sagen, gehen wir dann zu ihm zurück oder machen erstmal... dann die hier. Das könnten wir auch machen. Genau. Gucken wir mal. Ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Beim nächsten Mal geht's weiter. Dann machen wir das. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Tschüssi. Bis dann. Ciao.